Rette mich. Das Meer war heute ruhig. Ein sonnenklarer Tag und der Himmel strahlend blau. Solche Tage gefielen Elli der Waldame besonders. Stundenlang konnte sie sich treiben lassen und kilometerweit auf offener See schwimmen. Bis zum Abend war noch Zeit. Dann musste sie wieder bei ihrer Gruppe sein. Die Walgesänge hörte sie meilenweit und fand den Weg zurück fast wie im Schlaf. Genüsslich schwamm sie geradewegs zu. Weit und breit war niemand zu sehen. Ab und an tauchte sie an die Oberfläche. Dabei pustete sie eine Wasserfontäne aus einer Öffnung ihres Rückens. Wusch! Mit einer Wucht schoss diese in die Höhe. Hörte Elli plötzlich einen Schrei. Verwundert blickte sie sich um. »Was um alles in der Welt soll das?« »Ja, dich meine ich!« Die Waldame spürte jemanden auf ihrem Rücken stehen. Langsam hüpfte der Unbekannte in ihren Blickwinkel. Auf Ellis Nasenrücken stand ein Vogel und schimpfte vor sich hin. »Haben Sie noch alle Tassen im Schrank, Fräulein?« Was fällt Ihnen ein, mich einfach so aus der Luft zu pusten? Beinahe wäre ich untergegangen. Da haben Sie aber Glück gehabt, dass ich auf Ihrem Rücken gelandet bin. Der Gefiederte war immer noch klatschnass. Oh, entgegnete die Walfrau nur. Und dann lachte sie unvermittelt los. Entschuldigung, aber Sie sehen so komisch aus. »Ich weiß wirklich nicht, was daran so lustig ist«, schmollte der Vogel. »Tut mir leid«, meinte Elli, als sie sich wieder beruhigt hatte. »Ich heiße Elli, und wer sind Sie?« Der Angesprochene rümpfte den Schnabel. »Na schön, Waffenstillstand. Ich bin Alfred Albatros.« »Freut mich«, sagte die Waldame und grinste ihren Gegenüber an. »Und was machst du so hier draußen?« »Also, um ehrlich zu sein«, begann Alfred, »ich bin auf der Suche nach Hilfe.« Er stockte. Elli blickte ihn erwartungsvoll an. »Meine Kumpels und ich wohnen auf einem kleinen Felsen. Er steht mitten im Meer. Seit Generationen leben wir dort. Ich wüsste nicht, wann es einmal anders gewesen wäre. Aber vor ein paar Tagen sind sie angerückt.« »Wer?« fragte die Zuhörerin interessiert. »Menschen. Mit einem riesigen Tanker. Sie wollen eine Bohrinsel bauen. Frag mich nicht, wie sie das machen. Aber anscheinend gibt es im Meeresboden reichlich Öl. Das wollen sie haben. Ich dachte, mir fliegen die Ohren weg, als sie mit den Bauarbeiten angefangen haben. Ohne Pause, permanent dieser Lärm. Ich bin jetzt schon völlig am Ende. Nicht auszudenken, wenn das Ding erst einmal steht.« »Ach herrje, du armer Tropf«, sagte Elli mitfühlend. »Und deswegen suchst du Hilfe?« Alfred nickte matt. »Ich muss irgendetwas tun, um meine Sippe zu retten. Aber was? Wir sind zu wenige und zu schwach, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Wenn es zum Äußersten kommt, dann müssen wir unser Zuhause verlassen.« Traurig ließ er die Flügel hängen. »Das darf nicht sein«, rief die Waldame. »Das wäre schrecklich. Ich helfe dir.« »Du?« fragte der schwarz-weiße Vogel ungläubig. »Wie willst du...« wollte er noch hinterher schicken, doch da begann die Walfrau zu singen. Der Albatros sah verwundert zu, wie sie im Meer verschwand. Es dauerte nicht lange, da tauchte sie wieder auf. »Bring mich zu deinem Felsen!« Alfred verstand überhaupt nichts mehr. Aber er befolgte die Anweisung. Am Ziel angekommen, erkannten sie das Baugelände. Maschinenlärm war zu hören, und die Albatrosse versteckten sich auf dem Felsen. Aus sicherer Entfernung
beobachteten Elli und Alfred die Lage. »Was hast du denn jetzt vor?« fragte der Vogel. »Warte ab«, kam die Antwort. Schweigend lag die Walfrau im Wasser und der Albatros saß auf ihrem Rücken. »Es geht los«, rief Elli plötzlich. »Schau!« Tatsächlich, aus dem Meer tauchten an die 50 Wale auf und schwammen geradewegs auf die Baustelle zu. Alfred traute seinen Augen kaum. »Das ist meine Familie. Wir helfen euch. Komm mit!« Und auch sie steuerte auf den Tanker zu. Geschlossen umkreisten die Wale das feindliche Gebiet. Dicht beieinander liegend gaben sie ihre Position um keinen Millimeter auf. Sie waren erfolgreich. Der Baulärm stoppte. »Was um alles in der Welt?« rief ein Mensch. »Das gibt es doch nicht!« meinte ein anderer. Die Meeressäuger blieben stur auf ihren Plätzen. Und nicht nur das. Alfred hatte inzwischen alle Albatrosse mobilisiert. Geschlossen flatterten sie auf die Menschen zu und kreisten über deren Köpfen. »Weg mit euch!« schrie ein Bauarbeiter und ein anderer fuchtelte wild mit seinen Armen. Doch auch die Vögel blieben hartnäckig. Den Menschen war es unter dieser Belagerung unmöglich, ihr Bauvorhaben fortzusetzen. Die Wale und Albatrosse hielten ihre Demonstration aufrecht, bis die Arbeiter schließlich nach 3 Tagen kapitulierten. Sie lösten die Baustelle auf und fuhren auf dem Tanker davon. Das war ein Jubel. Geschafft! Der Plan hatte funktioniert. Der Felsen der Albatrosse war gerettet. Wie eh und je ragte er aus dem Meer. Ringsum blaues Wasser und 50 Wale, die sich mitfreuten. »Oh Mann, Elli, das war gigantisch«, sagte Alfred glücklich. »Danke, danke, danke.« Die Waldame blinzelte mit ihren großen Augen. »Immer gerne.« Von nun an besuchte sie ihn regelmäßig. Aus der Rettungsaktion entstand eine Freundschaft, die für immer von Heldenmut und unerschütterlichem Zusammenhalt erzählen wird.